Der snackt sich, guck mal. Der snackt sich. Bei der Party hier. Ja gut. Schöne Party hier gewesen, Mensch. Können ja auch. Mit dem Gleiter runter, ne? Meinst du, der ist halt da, oder? Das ist aber hier in der Nähe, ne? Gehen wir da hin. So viel zum Gleiter. So. Ich wollte schon sagen, alle auf einem Fleck kann dann das sein. Hey, hast du die Tenientes gefunden? Noch nicht. Aber ich glaube, ich weiß, wo sie sind. Gut. Bring sie alle um. Das ist dieses Zeitdings. Ach nein. Verstanden. Auf dem Weg. Mal sehen, ob ich es vor den Soldados zur Abwurfstelle schaffe. Kannst du es abbrechen, weil ich habe die Mission ja hier. Sieh's geil. Sag an. Hast du auch jemanden verloren? Die schweren Themen. Beantworte einfach die Frage. Ja, ist gerade. Ich habe Menschen verloren. Meine Freunde. Wunderbare Freunde. Castillo hat sie mir alle genommen. Das wird nicht leichter, oder? Ich hab jetzt genug davon. Ja, das werde ich. Alles wird gut. Alles wird gut. Alles wird gut. Mission irgendwie abbrechen. Hier ist das doch, ne? Los jetzt. Ruhig, kann. Sie flieht. Hey, Rojas, ich habe da einen Teniente gesichtet. Aber irgendwie entfernt er sich von dir. Scheiße, danke. Pass auf dich auf, Dani. Scheiße. Das ist für Carlos. Neue Infos. Okay. Du kannst die Alte aus dem Spa von deiner Liste streichen. Die hatte ein paar sehr individuelle Vorlieben. Gut, scheiß auf sie. Hallo.
denn? Ach, da. Was ist denn jetzt los? Ja. Wollte ich auch nicht machen. Wie im Hubschrauber kommt der noch? Ich hasse es, ne? Wie viel der Scheiß aussieht, ne? Das ist der Wahnsinn. Das Ding. Schnauze. Supremo ist bereit, weil er... Oh, Junge, Junge, Junge. Die Drecksäcke. Ah. Wie ist der andere? Nice. Fahrzeugschrott gibt es. Die ist wichtig, ne? Das Fahrzeugschrott. Das hier? Das ist wieder so ein Fisch, den wir angeln sollen. So, aber da ist so eine Kiste. Da drin. So, das hier. So, Schisspulver. Das seltenste Schisspulver, das ich hier gesehen habe. Win als nächstes da T verfolgen. So. Ist ja nicht so weit weg, aber okay. So. Wo haben wir ein Auto? Wo haben wir ein Auto? Wir machen noch die Aufgabe zu Ende. Bevor ich mich vergesse, nein, bevor ich ein Stückchen Kuchen esse. Ja, das war gestern. Heute habe ich zwei. Was, Kinder, was? Heute habe ich zwei. Das war gestern. Heute habe ich zwei. Alles klar. Ah, hier sind wir wieder. Mensch, ich habe irgendwie Déjà-vu. Ah! Was für Zufall, ist hier ein Fahrzeug? Hey, warte mal. Okay. Drecksau. Okay. Ich wollte die gerade fast überfahren. Und da weitergehen. Hm. Ah, alles klar. Ba 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 la 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 Kukaracha. Guten Tag. Ui. Au.
Crash-Test. Guten Tag. Hier soll das sein. Hier steht schon einer. Achso. Hund. Hund. Oh, Scheiße. Junge, der Hund überlebt, Kopfschuss. Das ist für Arsch, zwei Köpfe. Das ist ein Sniper. Das ist doch Schwachsinn, ey. Willst du mich verarschen? Hund überlebt einfach mal 14 Kugeln im Kopf. Was beschützen? Medic. Hallo, Herr Medic. Alter, schon. Hab dich. Binga. Da rennt der Feigling. Mal, hey, Rojas. Ein Teniente entfernt sich von deiner Position. Ich weiß. Scheiße. Das Arschloch will fliehen. Die haben es auf den Teniente abgesehen. Bang, bang. Uiuiuiui. Ein Panzer. Hallo. Jetzt ist verarscht. Rollt er mich einfach rüber. Dann ernst, woher weiß er, wo ich gerade bin? Bei dem Panzer hast du ja keine richtigen Aussicht. Ich muss das nochmal neu machen. Nee. Sehr komisch gemacht. Ja, zurück. Sehr, sehr komisch gemacht, ohne Witz. Sieh mal einer an. Dani. Ja, da bin ich. Okay, ist einfach so passiert, ne? Also passiert sonst nichts anderes. Espada, es ist vorbei. Wirklich? Sie sind tot. Sie alle. Dani. Wir haben nicht so viel, ne? Was haben wir denn gerade? Die Impact-Dinger, ne? Der. Nochmal die Impact-Stiefeln. Das ist so teuer alles, ne? Ich weiß nicht, wie ich dir danken soll. Das bedeutet Gerechtigkeit für Papa. Und es ist mehr als Papa. Das. So jagen wir José aus seinem Versteck. So zeigen wir dem kleinen Pisser, mit wem er es zu tun hat. Ja. Richtig. Das ist richtig, verdammt nochmal. Bitte? Naja. Also, wir können einmal Jagdhütte verbessern oder Bandito-Kassel. Ja, komm, ich nehme mal das, was wir gerade gemacht haben. Pass auf, jetzt wird alles billiger. Wenn ich aufgewertet habe.
Eieiei. Ja, es gibt mehr Sachen. Ah, kostet aber alles so teuer, Alter. Er leistet sich denn so, bewegt sich schneller. Assassine. Dark Tech. Fuego-Mantel. Krawallweste. Dark Tech. Mhm. Da gucken wir mal. Oh, Rangaufstieg. Ey, Waffen auszusehen jetzt. Das ist richtig, verdammt nochmal. Gracias, Dani. So, hier kann man aber nicht. Nee. War bald wieder. Danke, Roberto. Was hat sie denn? Das ist ja die Jagdhütte, ne? Ja. Die man auch upgraden konnte, ne? Oder? Wo ist hier eine Werkbank? Gibt's hier eine Werkbank? Okay, schon mal dein nächster Auftrag hier. Als nächstes, das Lager beachtet mich nicht, also habe ich es observiert. Auftrag. Alle versuchen, José Castillo umzulegen. Aber sie arbeiten nicht zusammen oder planen etwas. Ich kenne José, dieses Arschloch. Um den zu erledigen, musst du zuerst den Luftraum zurückerobern. Zerstöre seine Flakstellungen, dann kann er dich nicht abschießen. Deaktiviere seinen Radarbunker und er kann dich in seinem Luftraum nicht mehr verfolgen. Ich kann nicht mehr tun, als dir und den anderen Strategien anzubieten. Für Papa. Okay. Na komm mal. Gracias, Dani. Gracias. Viel Glück. Vor allem, wir machen das alles umsonst, ne? Sieh mal einer an. Dafür kriegen wir keine Pesos. Was ich komisch finde, ne? Dass man dafür keine Pesos bekommt. Kann man denn hier mal sein Supreme oder ein bisschen auftanken? Klar, man kann das hier in dem einen Lager machen, aber... Die One-Saffen-Lager... Bekommst du, wenn du gewinnst, okay. Ist das der Affe von Beyond Good and Evil? Hm. Ach, da oben, okay. Man sieht auch hier, wie die einzelnen Tiere immer finden kann. Ja, wir mal schnell reisen nach hier und aber ich würde mich jetzt verabschieden. Also für das Erste. Ich werde gleich nochmal weiter aufnehmen. Ich esse ein Stück Kuchen und wir sehen uns dann bei der offenen Luftgraben. Das wird bestimmt spannend. Bis dahin, ciao. So, hey Leute, es geht hier weiter bei einer Runde Far Cry. Far Cry, Far Cry, Far Cry. Alejandro, ich suche nach der Flugabwehrkanone in der Nähe von Verdera. Du musst an der Kirche im Norden der Stadt vorbei. Sie ist ganz in der Nähe von einem großen Feld. Alles klar. Aber sei vorsichtig. Nein, ich gehe zu Fuß. Oh, Metall. Oh. Oh nee, ne? Kannst du dir nicht ausdenken. Ganz vorsichtig. Muss gleich erst die Pferde. Töten.
Achso, so ging das. Bitte, erledigt. Gut. Ah, warte. Komm schon ein bisschen hier oben. Bleib schön da, wo du bist! Schnauze. Die zwei Flugabwehrgeschütze sind erledigt. Die Luft ist rein. Gut, das wird ihm die Sicht erschweren. Einer der neuen Soldaten im Lager hat mal in dem Radarbunker gearbeitet. Er sagt, wenn du dir Zugang zum Computer verschaffst, kannst du die Standorte aller Flakgeschütze im Westen sehen. Aber das Ganze ist mit Schlüsselkarten gesichert. Du musst einen Weg hineinfinden. Ich bin dran. Geierfleisch. Weiß ja nicht nochmal, wie was man das alles braucht. Warte mal, wir haben da mal die Arsenal. Wir können ja noch die Schuhe ändern, ne? Wir haben jetzt die neuen Impact-Stiefel. Geschickte Ziehen. Du kannst Stolperdrähte entschärfen, indem du auf sie trittst. Okay. Ich finde es ein bisschen schade, dass jede einzelne Rüstung für irgendwas gut ist, aber man kennt nicht, welche am besten ist. Ja, wir sollten mal Ima rufen, ne, finde ich. Hier, Kleiner. Wo ist er denn? Wo ist der? Da. Ja, was ist denn das denn? Was ist denn das denn? Ist das ekelhaft? So. Aber aufwerten kann man hier nicht nochmal, ne? Ich habe so viele Spiele im Kopf. Textur mir on point. Wohin müssen wir? Ja, genau, irgendwo da hinten. Junge, kannst du nicht ausdenken. Also willst du das Spiel. Warte, warte mal. Können wir den Schatz hier noch so holen? Das ist ja hier um die Ecke. Genau den Weg hier nutzen. Wir müssen auf jeden Fall ein Auto nach einem Auto oder Fahrzeug Ausschau halten. Wenn man vom Glück redet. So, Leute. Aber ihr könnt auch mitfahren, wenn ihr wollt. Ach, die Insel geht vor die Hunde. Oh, das ist ein Pferd. So. Ich habe ein Pferd genommen. Jeder muss man. Warum? Was ist denn passiert? Warum der Lauf? Da steht einfach nur da rum. Oh nee. Napoleon El Pequeño hätte ihm ein schlimmeres Schicksal beschert. Es ist also in der Nähe des Rauchs dort oben.
So, Parkour. Das eine war nur der Hinweis dahin. Und das ist, ein Parkour. Warte mal. Das irritiert mich nicht. Okay, führt eine Höhle. Oh nein, nicht tauchen. Ah nee, okay. Tauchen muss ich nicht. Okay. Diese Glecks, ne? Hallo. Okay. Was ist das schon wieder tot, Alter? Weil hier bei Zacken waren. Oh shit, zu spät gesehen. Wo geht's denn hier lang? Ist ja kaum, wa? Tippetappe, tippetappe, tippetappe. Schwung haben. Achso, da hinten ist auch einer. Okay, dann ist doch einfach. Okay, eigentlich machbar. Hallo? Hallo? Achso. Okay, was ist das für eine Blatttextur? Das war Holz oder was? Wäre es bestimmt nicht mit den Texturen. Den Turm erklimmen. Wer baut hier die ganzen Pfad hin? Die Entwickler, ja, okay. Etwas geschafft. Texturenranke, hoch. Mach ich nicht! Hab ich gar nicht gesehen, aber. Muss jetzt auch nicht wohin.
hoher Nachschub. So. Was ist denn jetzt los? Hallo? Hey? Au, au. Oh, Junge, scheiße, ey. Oh, Junge. Alter Schwede. Scheiß Klippen, Alter. Ja, wundervoll. Keine Springe, hallo. Oh, ja. Was passiert denn hier? Was ist das hier? Susuru-Höhle.